So, weiter mit einer Runde WoT. Ich habe heute eine Runde, ich habe heute ein paar Runden Type 59 gespielt und ich muss sagen, ich hatte die erste Runde, die war richtig nice. Die zweite war so mittel und die dritte Runde, da kann man echt so sagen, alle guten Dinge sind drei. Und das war heute ein Mastery Badge, nicht mein erstes, aber ein ziemlich gutes Mastery Badge meiner Meinung nach. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, 4,3k Schaden, glaube ich, waren es. Knapp 1500 Base XP und also rundum einfach eine richtig geile Runde auf Ehrenberg? Ne, Ruinberg, ups. Und ja, was natürlich mit diesem Ding machen kann, ist ganz klar. Hier gibt es diesen Spot, wo du einfach komplett unfair und komplett overpowered hier oben dich reinstellen kannst. Solange dein Turm einigermaßen zuverlässig ist oder eine gute Panzerung hat und du idealerweise Top-Tier bist, wobei Top-Tier muss nicht mehr sein, kannst du da oben einfach eskalieren bis zum Umfallen. Und wir sind jetzt Tier 8 bei Tier 6, 7, Tier 6 sogar. Und das heißt, wir können natürlich jetzt einfach mal komplett eskalieren. Und ja, im Prinzip, die Gegner können nichts machen, wenn die hier reinfallen wollen, dann kriegen sie erstmal vom restlichen Team ziemlich auf die Schnauze. Und weil Type 59 natürlich auch eine unglaublich kranke Panzerung hat, nicht unglaublich krank, aber schon wirklich. Also ich meine, ich bin mir sicher, da werden jetzt vielleicht so manche widersprechen, aber für mich, oder ich bin der Meinung, ist es so der, noch immer der beste Medium auf Tier 8. Vom Aussehen her natürlich zum einen und zum anderen auch grundsätzlich, er ist nice. Er ist meiner Meinung nach noch immer über die ganzen Jahre, dass ich echt super gehalten irgendwie und ist echt noch immer ziemlich gut. Bin ich an der Gans von dem gebounced, by the way? Genau, nachdem ich den gerade rausgepusht habe, bin ich jetzt einfach hier sowieso allein und kann ja machen, was ich will, weil hier kann mich nichts pendern. Ich glaube, ich habe 240 Turmpanzerung und das hat in einem ziemlich kranken Winkel einfach. Also ich meine, selbst wenn du jetzt. Ich weiß gar nicht, ob ich einen Achter theoretisch pennen kann, frontal durch den Turm, wenn er gut trifft und halt eben von der Pen her hochrollt, dann glaube ich, kann das machen, aber ja, geht. Und ja, der 25 hat das Ganze gar nicht immer so schlecht gespielt, der hat das erkannt, dass er halt eben hier nichts machen kann und es abkauen. Was übrigens das gegnerische oder das restliche gegnerische Team nicht erkannt hat, dachten halt, die ignorieren mich einfach und pushen weiter. Was allerdings ziemlich dumm ist, ich meine 250 Alpha-Schaden bei einer Reload-Zeit von nicht mehr so viel. Ich meine, wie lange reload ich? Ich weiß nicht mehr genau, 6,6 glaube ich oder 7 Sekunden. Ich glaube 7 Sekunden waren es oder so. Ist nicht massig DPM. Aber ich meine, so 7 Sekunden. Ich meine, generell DPM und so ist wichtig. Ist wahrscheinlich eines der wichtigsten Faktoren. Allerdings muss man sagen, ich bin der Meinung, wenn du jetzt. Okay, machen wir es einfacher. Wenn jemand vorfährt, wenn jemand peekt, du kannst es vielleicht tracken oder der fährt vielleicht ein bisschen weiter raus, wie der halt zum Beispiel. Und dann braucht er vielleicht schon mal irgendwie 7, 8 Sekunden, bis er wieder drin ist. Und in dieser Zeit kannst du einfach so easy deinen zweiten Schuss anbringen. Und sagen wir mal so, du schießt ja, der Schuss braucht vielleicht eine Sekunde, bis er ankommt. Dann merkt das der Gegner, braucht ungefähr so eine Sekunde zum Reagieren. Reloadst du nur noch 5 Sekunden. Und dass er in diesen 5 Sekunden erstmal seinen Panzer in Bewegung setzt, weil Panzer sind einfach träge und in WoT sind Panzer halt einfach generell. Der Ping ist gut, aber die sind halt träge, bis die reagieren und so, das dauert halt ein bisschen, ist auch normal, das soll ja auch so sein. Und bis dahin hast du den zweiten Schuss angebracht und hast dann eben innerhalb von, ja, ich sag jetzt mal 7, oder du hast einfach deine 500 Schaden rauskauen in wirklich ziemlich kurzer Zeit. Und das macht halt einfach auch wirklich den Type meiner Meinung nach immer noch ziemlich gut. Auch wenn 7 Sekunden Reload jetzt nicht gut sind. Könnte mehr sein, könnte besser sein, könnte schneller schießen, aber. Ich habe lieber eine 52 Alpha Gun mit 2k DPM als eine 390 Alpha Gun mit 2,5k DPM. Einfach aus dem Grund, weil die halt dann vielleicht einfach 10, 11, 12 Sekunden nachlädt oder so. Und das ist einfach zu lang. Da bin ich einfach der Meinung, also bin ich einfach der Fan von. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß, das Ding hier vor mir ist nicht solide. Aber ich dachte mir, da einer schießt und die schießen eh beide mit HE und dann ist das ein ganz gutes Ziel vielleicht. Und es sind eh Bots, die haben eh keine Ahnung wahrscheinlich, was man da wegschießen kann.
Und ja, also Gun hier ist natürlich wirklich super genau. Ich spiele momentan noch den T44 nebenbei. Kommt auf eine Genauigkeit von 0,33. Oder 0,32 mit Waffenbrüder vielleicht, bin mir nicht ganz sicher. Meiner hat auf alle Fälle 0,33. Und der ist um Welten ungenauer. Ganz im Ernst, was der T44 verballert, oder wie oft ich, dass ich da einfach vorbeischieße und nicht jetzt aus Noobigkeit, sondern ich meine voll eingeaimt und das Ding fliegt dann den äußersten Pixel vom Aimkreis. Also ich weiß nicht, was da los ist und hier, ganz egal, in voller Fahrt oder über 400 Meter, 500 Meter voll eingeaimt und du triffst halt die Pixel. Triffst einen Cupola oder so, kannst die Snipes des Lebens machen. Also vom Gunstats her ist der T44 sogar um Welten besser. Ich glaube, der Type hat hier. Was hatten wir? Ich habe vielleicht übrigens einen Teamkill gemacht. By the way, sorry. Ich habe diese Hellcat geteamkillt, habt ihr das gerade gesehen? Ich habe mich gerade reingepusht, ich bin angeschoben und dann. Ich habe mir gar keinen Gedanken gemacht, dass das geht. Aber natürlich geht's. Das war. Ich wollte einfach nur Schaden machen, ich wollte einen Typen rammen und habe ihn aus Versehen geteamkillt. Sorry, Hellcat. Das war nicht so ganz mein Plan, eigentlich. Das wollte ich echt nicht. Und genau, der ist da drauf Zug gefahren. Ich meine, hätte sich vielleicht auch selbst. Ich weiß es nicht, ich kann nicht sagen, aber. Naja, wir haben am Ende 4,3k Schaden gemacht, 1600 Schaden geblockt. Ich muss sagen, 5k Damage wären locker drin gewesen. Ich habe auch viel zu viel Schaden gefressen, aber es ging halt recht easy irgendwie noch. Und war ich ziemlich in Ordnung. Und ich muss einfach sagen, Type 59 ist wirklich ein Beast. Es ist wirklich ein Monster. Und ich habe jetzt momentan gar nicht so viel Average Damage drauf. Ich glaube, ich habe 1,4k Average Damage. Aber 2k, 2,5k Average. Also ich glaube, wenn man will, ist es drin. Also ich bin heute mit ein paar Runden auf 2,5k gelandet. Und wie gesagt, 3k, 4k Damage Runden habe ich mit dem Ding echt recht oft gehabt. Manchmal hast du Pech. Manchmal geht man auch eher ein bisschen spotten. Weil auch die Sichtweite von dem Ding ist ziemlich gut. Aber grundsätzlich kann ich einfach nur sagen, ja, es ist wirklich noch immer ein super Panzer. Und wenn es den irgendwie wieder gibt und wenn er die Finger dran kriegt, dann kauft euch das Ding. Also, es ist wirklich ein perfekter Allrounder. 50 km/h, 55 km/h eventuell sogar, ist schnell genug. Und wie gesagt, Gun ist super, Panzerung ist super. Mobil ist er und vom Aussehen her sehr, sehr symmetrisch baut, was ich halt ziemlich feier. Und ich glaube, der Turm ist gerade genau mittig oder fast genau mittig. Ich glaube, der müsste sogar genau mittig sein. Ja, ich glaube schon. Vielleicht minimal zu weit vorn, aber finde ich halt recht nice. Und wie gesagt, Cupola sind da, aber kaum jemand bei einem Medium auf dem Cupola. Also meiner Meinung nach wirklich einer der besten. Wenn nicht sogar der beste 8er Medium und mit Preferred Matchmaking. Ich meine, sind wir mal ehrlich, ein T44 hat 10 Panzerungen an der Wanne weniger, einen schlechteren Turm, schlechteres Gun Handling, zumindest meiner Meinung nach. Geschwindigkeit ist ähnlich. Hat 5 Pen mehr, oder? Ich glaube 5 Pen mehr. Und wird halt gegen 10er gematcht, muss ich ganz ehrlich sagen. Der hatte Type hat einfach wirklich 10 Nasenspitzen vorn. Und. Es ist eine Legende. Es wird immer eine Legende sein und ist meiner Meinung nach auch legendär gut. Also, ich habe damals aus den Boxen gezogen, aus den Weihnachtsboxen, 2018, glaube ich, war das. Und waren sehr gut investierte 120 Euro, meiner Meinung nach. Also hättest du auch so für 100 Euro oder 120 Euro gegeben, ich hätte ihn gekauft. Ohne Witz. Und auch wenn er einen theoretischen Goldwert von nur 32 Euro hatte und immer hat, eigentlich. Also, wenn es das Ding für einen Fuffi gibt, selbst wenn es das Ding für einen Hunderter gibt, ich würd's kaufen. Bin ich ganz ehrlich. Man sollte natürlich nicht zu so viel erwarten, weil zu hohe Erwartungen zahlen sich nie aus. Wenn man jetzt denkt, man ist damit direkt OP, man hat direkt 10k wie ein 8er so dafür, oder damit, vergesst das. Stellt euch einfach den T44 vor und freut euch einfach über jeden Aspekt, der wirklich besser ist bei dem. Und das ist meiner Meinung nach halt einfach wirklich schon ziemlich gut gegeben. Naja, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten BOT-Commentary.